So, dann geht's weiter hier mit unserem Kundendashboard. Das möchte ich euch auf jeden Fall jetzt auch nochmal zeigen, damit ihr auf jeden Fall wisst, wo ihr etwas ändern könnt, wo ihr eure Bestellungen sehen könnt, wo ihr eure Rechnungen sehen könnt und alles Mögliche sonst. Also, ihr seid ja hier immer noch eingeloggt in eurem Kundenaccount und hier geht ihr jetzt einfach mal links auf Dashboard. Ich gehe jetzt einfach mal alles einmal durch, dann wisst ihr immer, wo ihr was einstellen könnt. Jetzt seht ihr ja hier schon, da haben wir ja gerade in Video Nummer 2 schon geklickt und hier steht jetzt schon im Gange. Also wisst ihr, das habe ich schon gemacht. 11% sind abgeschlossen. Dann wisst ihr immer schon Bescheid, das ist ein Kurs, den habe ich schon gesehen. Wie gesagt, unter meine Kurse könnt ihr eure Kurse immer sehen. Da sind dann 1, 2, 3, also alle sind da aufgelistet und da könnt ihr dann immer eure verschiedenen Kurse finden. Wir gehen mal hier auf Dashboard. Da seht ihr allgemein, was bei euch so passiert. Also, das ist ja euer Name. Seid ihr das überhaupt? Sonst könnt ihr euch abmelden. Dann kannst du deine Bestellungen einsehen, Versand- und Rechnungsadressen und dein Passwort und Kontodetails. Also, hier ist ja meine Rechnungsadresse. Meine Zustelladresse könnte ja eine andere sein, ist es aber bei mir nicht. Sonst könnt ihr die hier nochmal bearbeiten. Wenn ihr zum Beispiel über die Firma bestellt, könnt ihr das hier liefern lassen oder wie auch immer da veröffentlichen lassen und denn Zustelladresse kann eine andere sein. Wenn ihr das machen möchtet, könntet ihr beides hier auf Bearbeiten klicken und dann das da nochmal ändern. Hier seht ihr immer eure letzten Bestellungen. Hier klicken wir jetzt mal auf Anzeigen. So, dann seht ihr, was ihr da bestellt habt. Hier ist eure Bestellnummer. Diese Bestellnummer braucht ihr manchmal, wenn ihr zum Beispiel in unsere kursinternen Gruppen mit rein möchtet. Zum Beispiel hat die VIP-Mitgliedschaft eine geschlossene Facebook-Gruppe. Wenn ihr da rein möchtet, müsst ihr diese Nummer hier haben. Die müsst ihr für den Gruppenzutritt angeben und dann könnt ihr in die Gruppe rein. Das kontrollieren wir dann bei uns bei den Bestellungen, ob das auch wirklich so ist, ob das auch wirklich ihr seid und dann könnt ihr da Zutritt bekommen. Wir haben eigentlich für alle Grundkurse, fürs Oberteil, für die Hose, fürs Schnittmuster perfekt anpassen, für Oberteile immer und auch für den Rock immer spezielle geschlossene Supportgruppen, weil wir wissen, dass da doch der ein oder andere mal Fragen hat. Und deswegen gibt es diese Gruppen. Da dürft ihr immer eure Fragen stellen zu den kursrelevanten Inhalten. Also Schnittmuster zeigen, Schnittmusterkorrekturen machen, irgendwelche Fragen stellen, ob das so richtig ist. Da wird euch dann auf jeden Fall immer geholfen. Dann ist hier das Datum, wann das bestellt wurde und dann ist hier der Status abgeschlossen. Abgeschlossen bedeutet, dass das Geld bei uns eingegangen ist, falls Geld übermittelt worden ist und falls das ein kostenloser Kurs war, ist es sowieso immer auf abgeschlossen. Falls das etwas ist mit Überweisung, steht hier in Bearbeitung, glaube ich, oder wird bearbeitet. Dann wisst ihr, okay, das Geld ist noch nicht eingegangen, ihr könnt noch nicht auf den Kurs zugreifen, aber dann wisst ihr da Bescheid und braucht nicht lange überlegen, wann ihr dann endlich Zugriff bekommt. Erneut bestellen geht ja nicht. Warum das da drunter steht, weiß ich nicht, frage ich unseren Techniker nochmal, aber da wird euch ja dann dieses rote Feld angezeigt, dass ihr das, obwohl es kann sein, dass ihr es trotzdem bestellen könntet, kann ja auch sein, dass ihr es als Geschenk für jemand anders bestellt, aber es wird euch auf jeden Fall diese rote Nachricht angezeigt, dass ihr den Kurs schon einmal gekauft habt. Genau, dann sind wir jetzt quasi vom Dashboard direkt eins weitergesprungen. Ich gehe mal wieder zurück, dann seht ihr, dieses Feld ändert sich dann hier. Hier bin ich wieder im Dashboard und dort kann ich jetzt einfach wieder einen runterklicken auf meine Bestellung. Das wäre der nächste Menüpunkt. Also entweder hier rüber und hier klicken oder hier links in die Bestellung rein. Dann kann ich mir das hier auch nochmal anzeigen lassen und habe hier dann auch immer eine komplette Liste meiner ganzen Bestellungen. Hier sehe ich auch meine Bestellnummer nochmal und was ich da bezahlt habe, was das war und könnte es aber hier auch wieder anzeigen lassen und seht dann auch wieder, was das hier für ein Kurs war. So, hier habt ihr eure Ratenzahlung, falls ihr irgendwas auf Raten gekauft habt. Ich habe hier No Payments und dann kann ich hier Produkte suchen, Browse Products. Das ist auf Englisch. Das ist ein bisschen schwierig mit den Plugins manchmal, weil wir ja viele Sachen auf unserer Seite integriert haben, die teilweise nicht auf Deutsch übersetzt sind. Wir haben die dann teilweise wirklich auch schon auf Deutsch übersetzt, aber manchmal wie solche Sachen. Ich mache mal hier direkt einen Screenshot. Da kann ich Nuschat Bescheid sagen, dass er das vielleicht nochmal guckt und das auf Deutsch übersetzt. Ansonsten, wenn ihr Ratenzahlungen habt, zum Beispiel für die VIP-Mitgliedschaft oder für einen von den Komplettkursen, da bieten wir ja auch Ratenzahlungen an, dann könnt ihr die hier immer einsehen und seht dort auch immer eure Zahlungen und was schon überwiesen wurde und eine neue Rechnung und sowas. Das seht ihr dann immer hier in diesem Bereich.
eure Downloads. Wenn ihr irgendetwas habt, zum Beispiel ein E-Book, das müsstet ihr herunterladen oder eine Stickdatei oder irgendetwas anderes, was einen Anhang hat mit einer Datei, dann findet ihr das immer hier. Zu den Angeboten, da habe ich tatsächlich selber noch nicht drauf geklickt. Ich gucke mal, was passiert und wo wir da landen. Ah ja, okay. Also das sind alles Kurse, aber Downloads wäre ja zum Beispiel dieses hier, ein E-Book Easy Peasy Shirt. Das ist ja etwas, was kein Videokurs ist. Das heißt, das ist etwas, was ihr euch runterladen müsst. Und das findet ihr dann als Link zum Klicken hier genau dort. Und da könnt ihr draufklicken und dann wird es euch direkt runtergeladen und in euren Downloads angezeigt. So, schauen wir mal hier bei Adressen. Das sind dann wieder meine Adressen, meine Rechnungsadresse oder meine Zustelladresse. Das kann ich beides ändern, je nachdem, ob es irgendwie nötig ist, irgendwas zu ändern. Hier sehen wir meine Kontodetails. Da findet ihr nochmal euren Namen, Vornamen, Nachnamen, der angezeigte Name. Könnt euch natürlich auch irgendeinen anderen Namen anzeigen lassen da. Eure E-Mail-Adresse, das Passwort. Ihr könnt hier das Passwort ändern, wenn ihr das Passwort unbedingt ändern möchtet. Ihr könnt hier auch alles andere ändern. Also falls ihr eine andere E-Mail-Adresse habt oder, könnt ihr das hier selbstständig bei euch in den Kontodetails ändern und dann wird das hier aktualisiert in eurem Kundenkonto. Dann sind wir hier bei Meine Kurse. Das kennt ihr ja schon. Das habe ich euch ja schon in einem Video gezeigt, wie ihr dann auf den Kurs zugreifen könnt. Aber alles, was ihr an Kursen gekauft habt, findet ihr dann in Meine Kurse. Auch wenn ihr zum Beispiel etwas gekauft habt wie die VIP-Mitgliedschaft. Da ist dann hier ein neues Feld, das ist Meine Mitgliedschaften. Wenn ihr in der VIP-Mitgliedschaft eingeschrieben seid, da machen wir euch auch auf jeden Fall noch Videos zu, dann ist hier, so wie der andere Kurs, auch einmal die VIP-Mitgliedschaft und da sind alle wichtigen Informationen zur VIP-Mitgliedschaft drin. Zum Beispiel habt ihr ja den 10% Stoffjunkies-Rabattcode, ihr habt den Link in die Gruppe, ihr habt kleinere Anleitungen, wie ihr mit der VIP-Mitgliedschaft am besten zurechtkommt. Und ich würde euch auf jeden Fall raten, das, was im Text steht, hier bei diesem Feld, wo zum Beispiel VIP-Mitgliedschaft steht, das einmal durchlesen. Trotzdem findet ihr die Kurse, die alle in diese Mitgliedschaft gehören, hier unter meine Kurse. Also hier findet ihr nur die Infos zu den Mitgliedschaften und die Kurse findet ihr alle hier unter meine Kurse. Wie gesagt, da machen wir euch gerne nochmal ein Video von, wenn das dann an der Reihe ist, mit VIP-Mitgliedschaft einmal zeigen und zeigen euch, wie das da aussieht. Hier könnt ihr noch eure Benachrichtigungen einstellen, ob ihr benachrichtigt werdet, wenn ihr zum Beispiel eine Lektion abgeschlossen habt. Wie das aussieht, habe ich euch ja auch schon in dem Video davor gezeigt. Und Glückwunsch. Und wenn ich etwas beendet habe, dann wird das hier auch angezeigt. Also das könnt ihr euch anzeigen lassen oder halt auch nicht. Kann ich das hier abklicken? Nee. Hier steht nur, was, wovon ihr benachrichtigt werdet. Und dann kann ich mich hier unten abmelden. Das mache ich jetzt in diesem Fall nicht. Da müsste ich mich ja wieder anmelden. Aber das ist jetzt soweit unser Dashboard. Da, wo ihr alles finden könnt. Am wichtigsten für euch ist wahrscheinlich einfach hier dieses, meine Kurse, dass ihr immer wisst, wo ihr in eure Kurse reinkommen könnt und dort dann auch immer alles findet. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, damit habe ich euch auf jeden Fall schon mal geholfen und hoffe, dass ihr euch jetzt noch besser zurechtfindet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommentiert gerne unsere Videos. Wir machen euch gerne noch irgendwelche neuen Videos. Da wird in der nächsten Zeit sowieso noch das ein oder andere Video für euch gemacht werden, sodass ihr euch da immer besser zurechtfinden werdet. Okay, bis dann. Ciao.